kommt der Herr Schaffner eigentlich immer hierher? Durch seinen Zauberglitzer. Aber wenn es eine vermisste Lokomotive gibt, gibt es vielleicht eine ganze verschwundene Eisenbahnstrecke. Die Strecke von unserem Herrn Schaffner. Die Eise wird immer holpriger. Genau das hat mir der Herr Schaffner vorausgesagt. Hey, er hat doch im Schlaf oft von Prellböcken gesprochen. Prellböcke befinden sich immer am Ende eines Schienenstrangs. Ich glaube, so kommt er hierher auf einer geheimen Eisenbahnstrecke. Das ist die Strecke mit der vermissten Lokomotive. Percy, du bist wirklich klug. Oh, ich fühle mich auf einmal ganz wackelig auf den Rädern. Ich habe das Gefühl, Diesel 10 ist in der Nähe. Tja, dumm gelaufen, Freunde. Diesel 10 hat jedes Wort mitbekommen. Oh nein. Ich hänge mich an seine Hinterräder. Ihr solltet einfach weiter eure Arbeit machen, hm? Du bist sehr mutig, Toby. Ach, Diesel 10 wird sich kaum mit so einer betagten Lok wie mir anlegen. Ich bin der große Held der Schiene. Dagegen kommt keiner an. Ja, aber wir werden schon den ganzen Tag bis in alle Ewigkeit hier arbeiten. Ist er. Kommt rein, wir feiern eine kleine Party, Splotch. Hurra, hurra, wir feiern eine Party. Ich liebe Partys über alles. Ja, wer hat die Luftballons? Was? Kleine Korrektur, macht mit bei der Party, die gerade vorbei ist, so wie es mit der verzauberten Eisenbahnstrecke von eurem Hasenfußball vorbei sein wird. Vorbei wie die vermisste Lokomotive und die Prellböcke, die ihr für immer den Weg versperren. Was hast du denn vor? Das ist eine gute Frage. Ja. Es wird endlich Zeit, dem Hasenfuß ein für alle Mal das Licht auszupusten. Natürlich ist das eine Aufgabe für den Boss. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das verhindern. Das ist das alte Dampfhaus. Jetzt wird zugeschlagen. Ich nicht draufzukommen. Ich finde das gar nicht witzig, wenn du so einen Blödsinn anstellst. Sauber ausgetrickst. Boss, hattest du etwa die Absicht, das Dach einstürzen zu lassen? Einfach so auf uns drauf. Alles, was ich tue, tue ich absichtlich. Ihr Nervensäge. Diese 10 steckte ganz schön in der Klemme. Und die Dampflokomotiven waren immer noch auf den Schienen. Ist eine Lok und nützlich im Gebrauch. Alle anderen Loks bestätigen es auch. Er stöhnt und dampft und pfeift und eilt von hier nach da. Er ist wirklich fleißig und so wunderbar. Ist eine Lok und nützlich im Gebrauch. Selbst der letzte Kontrolleur, der weiß es auch. Er gibt ihm eine Werkstatt, für ihn ist sie nur da, weil er wirklich nützlich ist und wunderbar. Die Nummer 1, die ist nützlich wunderbar. Ja, diese Lok, die ist nützlich und immer für uns alle da. Morgen, Henry, wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Ich hab mir den Boiler verstimmt. Na, dann sammle ich doch ganz schnell 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons voll spezieller Insel-Soldau-Kohle für dich. Oh, danke, Thomas. Diese Kohle wird dafür sorgen, dass es mir viel besser geht. Wenn ich nur etwas tun könnte, damit es auch unserem Herrn Schaffner wieder besser geht. Aber dazu muss ich ihn erst mal finden. Hallo, Thomas, mit den 5 Kohlewaggons. 5? Aber es müssten eigentlich 6 sein. Hallo, Percy. Oh, Thomas, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Bertie hat erzählt, dass du einen Kohlewaggon verloren hast. Ja, er hat sich auf einmal in nichts aufgelöst. Das war an den Prellböcken nahe der kleinen Grotte. Vielleicht sind das die Prellböcke, die zu der geheimen Eisenbahnstrecke führen. Und die Grotte ist der Geheimbahnhof für die vermisste Lokomotive. Oh ja. Percy, schützt diese Prellböcke vor der Diesellok. Was? Und ich suche in der Zwischenzeit unseren Herrn Schaffner. Ich? Warum gerade ich? Weil du so eine mutige Lok bist, Percy. Oh, das hatte ich vergessen. Erinnerst du dich an mich? Ich glaube, Tom am Helm muss sich einen neuen Schaffner suchen, nicht wahr? Na hoppla, du hast den Zucker vergessen? Wie unvorsichtig von dir. Sag guten Tag zu Zwicky. Schön, Hasenfuß. Ich weiß längst Bescheid über die Prellböcke. Genau das habe ich in meinem Traum gesehen und jetzt wird es wahr. Mein Universum fängt an zu bröckeln.
Und ich weiß alles über die verzauberte Eisenbahnstrecke. Sobald ich die Lok gefunden habe, dann sind du und all diese Puff-Puffs Schnee von gestern. Jetzt sag mir schon, wo die Prellböcke sind. Na los! Du hast 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7. Hast du für mich die Säcke hierher gepackt? Du musst gewusst haben, dass ich komme. Wie aufmerksam von dir. Oh, ich bin an der Windmühle. Also sowas nenne ich eine perfekte Landung. Vielleicht ist das der Hinweis darauf, wo ich die Quelle für den Zauberglitzer finde. Ergib dich dem Zauber der Berge und die Lady wird lächeln. Dann beobachte die Strudel, wie sie sich im Wasser drehen. Aber wo ist die Schrift hin? Also, Boss... Wie konntest du Hasenfuß entkommen lassen? Ja, ja. Das, das war reine Absicht. Ich wollte nur mal sehen, wie weit er kommt. Glaube ich gerne. Lügen. Wie sich die Balken biegen. Trägt er Hosen? Ja, Gummihosen. Also schön, die Zeit für Spielchen ist um, Splotch. Oh. Oh. Jetzt folgt die nächste Lektion. Ich nenne sie... Schluss mit lustig! Oh Mann, das wird mein Make-up ruinieren! Daneben. Wieder daneben. Ich wette, du kannst nicht auf den Baum da klettern, ne? Haben hier eine Farm. Morgen, Patch. Guten Morgen, Mr. Stone. Ich wollte nach Shining Time reiten. Kann Lily mitkommen, falls sie es will? Ja, das würde ich sehr gerne. Na klar. Ich habe nichts dagegen. Aber sei bei Sonnenuntergang zurück, Lily. Willst du nicht auch mitkommen? Nein, ich gehe so gut wie nie in die Stadt. Mach's gut, Großvater. Und? Bist du schon mal auf ein Pferd geritten? Nein! Gedacht, dass ich dich so schnell wiedersehe. Was ist blau, grün, rot und macht? Piep, piep! Ein Papagei und du meinst chirp, chirp. Nein, Züge, sprechende Züge. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zu ihm und meinem Onkel auf der Insel Soldau. Leider habe ich verpennt und muss mich ganz schön beeilen. Willst du mitkommen? Sind wir denn bis Sonnenuntergang zurück? Das hoffe ich doch sehr. Ich will zurück an meinen Strand. Wie siehst du das, Matt? Na schön. Toll. Eigentlich... geht's da lang? Wir nehmen eine Abkürzung. Wirklich? Stimmt, wir sind zu zweit. Oh. Ach, was soll's. Dann muss ich eben was von der stillen Zauberglitzerreserve meines Cousins nehmen. Na egal, er bekommt bald Nachschub.